Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Tauschpaket mit der lieben Nicole, heißt sie auf YouTube. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch... Ich habe nur aufgeschnitten. So. Hier kommt eine Karte. Und hier steht drauf, hallo liebe Anne, freue mich sehr über... mich immer wieder über unsere Tauschpakete. Viele Produkte kenne ich selbst nicht. Einiges sind aber auch Favoriten. Ich hoffe, es gefällt dir. Liebe Grüße, Nika. Also Anka heißt sie richtig. So eine schöne Karte. Einmal. Packe ich mal nach unten. Dann wird alles eingepackt. Hier steht schönes Papier, ist bestimmt vom Action, glaube ich. Hier steht Haare, bestimmt ein Shampoo, denke ich mir mal. Aber jetzt kein Mülleimer hier. Und zwar vom Butnicare Aufbaufeuchtigkeitsspülung. Ohne Silikone. Manchmal. So sieht das aus. Ich schreibe mal dran. Ja, riecht sehr schön. Bin ich mal gespannt. Nehmen wir mal das nächste. Hier steht drin, geht immer. Das ist ein Seidenpapier. Und hier ist eine Capri-Sonne, Mango, Maracuja. Ja, die kenne ich. Die geht immer. Ich glaube, mein Mann trinkt die eher wie ich aus. Haushalt. Wäscheparfüm, glaube ich. Bin ich mal gespannt. Oh ja. Ich glaube, Sonne habe ich schon mal dran gerochen. Ich riech mal dran. So ähnlich sehen die aus dem Rossmann aus. Riechen sehr schön. Bin ich mal gespannt. Ob die auch. So, hier ist nochmal Haare. Das ist bestimmt das Shampoo jetzt. Und das die Spülung war, kommt jetzt das Shampoo. Nur ein bisschen aufpassen, hat meinen Finger heute. Shampoo. Kraftvolles Shampoo. Aufbau, Feuchtigkeit, Kraft und Volumen. Vom Butnicare. Ja, das riecht sehr natürlich, nicht so. Bin ich gespannt. Dann habe ich hier Körper. Einmal, das ist eine Bodylotion bestimmt. Oder ein Duschgel. Geh doch auf. Will nicht. Ich will nicht. Und zwar haben wir hier eine Cremedusche von Butnicare mit Vanille und Kokosnuss. Ich muss hier Klebestreifen. Ja, riecht sehr schön. Werde ich benutzen. So viele Produkte. Dann kommt noch mal Haare. Ein Trockenshampoo. Tatsächlich ein Trockenshampoo nach Kirsche von Butni. Bin ich mal gespannt. Aber teste ich selten. Hände.
könnte eine Seife sein. Hände. Eine kleine. Handlotion. Mit Pfingstrose und ja, das ist eine Handcreme. Werde ich im Bad stellen. Mein Mann kriegt sich mehr die Hände an. Haare wieder. Oh. Vielleicht ein Pflegeprodukt. Ich weiß nicht. So viel habe ich mit Haare nicht gerechnet. Aufbau Feuchtigkeit. Intensivkur, eine Kur. Passend zu der Spülung. Bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier einmal Körper. Das ist bestimmt eine Bodylotion. Ich glaube, die habe ich schon mal gekriegt. Ich muss mal dran riechen. Das sind auch noch viel. Da muss ich noch mal gucken. Ich glaube, die habe ich schon mal bekommen. Vom Duft ist sie ja sehr schön. Machen wir mal weiter mit Füße. Steht hier eine Fußbutter. Oh, die Verpackung sieht schön aus. Vom Butni Fußbutter. Bestimmt. Ja. Die sieht sehr schön aus. Verpackung. Dann machen wir mal weiter mit Gesicht. Das ist ein Make-up-Entferner bestimmt. Ich bin schon sehr gut mit Raten. Micellenwasser von Butni. Mal gucken. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall. Dann steht hier Make-up so schön. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ja einiges, nicht viel, aber einiges sage ich immer dazu. Ich glaube, was ich sehe, habe ich schon. Ich glaube, die habe ich. Ich habe die nämlich gerade nicht, komme ich gerade nicht ran, aber ich glaube, ich habe die, wenn ich mich nicht täusche. Toll. Reinigungstücher von Butni 3 in 1 mit Vitamin E. 25 Tücher, bin ich gespannt, meistens, wenn es schnell gehen muss, mal noch so viel. Food, mein Favorit. Da bin ich mal gespannt, was dein Favorit ist. Streichcreme Mango. Papaya. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Auf Bad. Make-up must have. Sind schon sehr viele Produkte. Ich hoffe, meine gefallen dir auch. Ja, das ist auch wirklich sehr schön. Das habe ich auch hier. Das weiß ich. Das ist sehr schön. Snack-Favorit. Oh, das sind irgendwelche Gummibärchen. Mein Mann das sieht. Mal gucken. Wunderland Kaffee. Die kenne ich gar nicht. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Sehen auch schön aus.
Maskenliebe. Fühlt sich dick an. Könnten Augenfett sein. Tatsächlich. Hier ist einmal eine Butnik-Maske. Und zwar kriege ich die nicht ab. Doch jetzt. Und zwar diese Hydroactive Tuchmaske immer. Und vom Action diese Augenpads. Die mag ich ja. Die habe ich auch immer. So, noch zwei Pakete. Dann sind wir mit durch. Zum einen haben wir hier, trotz benutze ich regelmäßig. Das fühlt sich an wie ein zum Selbstbräune auftragenden Handschuh. Das wäre es ja jetzt. Nee, aber so ähnlich. Ein Massagehandschuh. Ich benutze immer so einen Schwamm. Gesicht, ein Favorit von mir. Das ist eine Maske von Garnier. Die Maske, glaube ich. Bobby Apfel. Machen wir gleich nochmal auf. Tatsächlich. Die Garnier-Maske. So. Sieht so aus. Ich habe jetzt hier meine Produkte. Es sind sehr viele. Wir haben einen Wert von 35 Euro auf, nachher ausgemacht gehabt. Und ja, es sind sehr schöne Produkte. Ich bin sehr gespannt. Und guckt auch gerne auf ihren Kanal, was sie so für Produkte bekommen hat. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Cookie. Tschüssi.